Alter, was geht ab, Leute? Und hier, wir spielen heute Pokémon draußen. Kleine Schritte, es ist irgend so eine Feldforschung. Heißt das Feldforschung? Ne, Feldforschung ist doch Quest, diese größere, diese ganz rechte Seite. Und ganz links ist auch irgendwas. Ein weiser Held oder so heißt das. Dachte ich mir, können wir die mal machen. Vor Kamera. Ich bin hier an der Münchner Freiheit, weil da vorne ist mein Shisha-Laden. Ich brauche so ein Verschlussdings. Und ja, Münchner Freiheit geht in letzter Zeit gut ab. Früher haben wir hier immer die, wir haben sie Klickertouren genannt, weil mit dem Klicker, mit dem Go Plus. Übrigens, ich habe noch ein Gacha, ich habe noch den Ball und ich habe noch irgend so ein Ei, was auch irgendwie automatisch schwenkt, will ich verlosen. Weil demnächst kommt ja dieses Plus Plus raus und das ist halt besser, deswegen, ja. Außerdem will ich auswandern und ich will ausmisten. Für nächstes Jahr. Falls wir nächstes Jahr noch Pogo-Videos machen, übrigens dann von International, Worldwide dann. Überall, wo ich bin, mache ich zum Beispiel ein Video aus Thailand, ein Video aus Vietnam oder so, ein Video aus Dubai und so, ein Video aus Marokko, was weiß ich, sowas. Genau, hier geht gut ab. Früher haben wir hier immer die Touren gemacht. Da ging schon ganz gut ab. Am Abend immer ein bisschen EP gefarmt und nochmal Beutel aufgefüllt. Und mittlerweile sind hier so viele Stops, auch mehrere in einer Zone. Wer auch immer hier aktiv ist und das betreibt, der war extrem fleißig. Also so sieht Münchner Freiheit aus. Also finde ich schon heftig. Kuss geht raus an Julian, Spieletrend und Puki. Alle von den Großen, die früher Pogo gespielt haben oder immer noch. Puki ist ja sehr, sehr aktiv. Haben meine Videos, Comeback-Videos kommentiert. Wie gesagt, das war kein April-Scherz. Wir tasten uns langsam voran. Machen erstmal das hier. Das hier und das hier. 30 Ananabären. 3 Pokémon verschicken, 1 Pokémon entwickeln. Alles klar. So. Schon mal entwickeln. Übrigens, ich musste ein paar Leute von meiner Freundesliste kicken, die waren schon lucky, die waren unbekannt, also ich kannte die nicht. Die habe ich jetzt für Road to 50 geaddet damals gehabt. Hoffentlich nehmt ihr das nicht persönlich. Alle anderen, die mich neu geaddet haben, was halt sehr, sehr viele waren, ihr könnt leveln, wann ihr wollt. EP juckt mich offensichtlich nicht. Ich schicke 3 Pokémon. So. Belohnung abholen. 1 von 3. Fange 10 Pokémon, verschicke 5, entwickle 3. Schaff mal. Und 3 Sanana. Ich will auf die nichts werfen, aber okay. Ich habe genug. Mach mal schnell. Ja. So. Ich weiß, am Ende gibt es Lapras. Hallo? Evoli. Aha. Verwende 15 Bären beim Fangen, schaffe ich. Entwickle 5 Pokémon, schaffe ich. Fange 25 Pokémon, schaffe ich auch. Überlappt sich auch hier mit dem zum Teil, oder? Ja, okay. Wir sehen uns. Das hat nicht gebraucht, die Dichtung. Ich habe es immer in letzter Zeit ohne gemacht. Keine Ahnung, wohin das verschollen ist. Witzig, wie früher so irgendwelche Stellen, Orte suchen, wo ich die Kamera ablegen kann. Ich mach schnell ein Rocket Boss Cliff. So, schauen wir mal. Nicht shiny. Berge muss ich werfen für die Quest. Kann er was? Der kann absolut gar nichts. So, hier sind wir fertig. Abholen.
Entwickle 2 Pokémon, entwickle 3 Pokémon, also einfach 5 Pokémon entwickeln. Ist machbar. 5 Bären noch und 14 Pokémon fangen. Auch machbar. So, die befristete Forschung. Easy. GG easy. Weiser Held 2. Schnuthelm. Laukaps. So. Verdiene 5 Bonbons durch Spazieren mit Kumpel. Oh. Shit. Lande 3 Farben auf der Würfel. Oh, okay. Entwickelt Zimpfen. Digga, ich will nicht 5 Kilometer laufen, Mann. Wir sehen uns in 5 Kilometern. War einer mit 2 Geräten. Pogo-Spieler. Ich muss sagen, ich habe seit langem keinen mehr gesehen. Früher gehst du einfach so rum, so wie jetzt. Also, wenn du spielst und rumgehst, dann triffst du immer Leute. Wenn du nicht rumgehst, also wenn du nicht spielst, sondern nur rumgehst, siehst du keine Leute. Und ja, es quatscht mich immer noch Leute an. Also, letztens war ich in Berlin. Bahnhof ausgestiegen, direkt hat mich einer angequatscht. Kuss geht raus an alle. Mein Gott, das hat jetzt auf dem Pogo-Channel nichts zu tun. Das hätte ich jetzt auf meinem normalen Vlog-Channel erzählt, aber dieser Laden, das ist eine Kette aus Berlin. Der hat woanders hier schon aufgemacht. Ich habe den getestet für Video, Vlog und so. Ich habe den gar nicht gefeiert und jetzt macht die noch ein Ding auf. Noch eine Location. Obwohl der gar nicht taugt. Was ist das? Der ist auch selten, oder? Aber so auf dem Weg. Ja, sieht nicht gut aus. Da vorne ist die U-Bahn und ich bin 1,4 oder 1,5 Kilometer gelaufen. Nicht mal die Hälfte. Funktioniert noch der Schütteltrick? Ansonsten, ja. Dann sehen wir uns morgen erst wieder. Jo, was geht? Ich komme vom Gym. Und irgendwie hat das gereicht. Was eigentlich aber nicht hätte reichen sollen. Also, es ist übrigens der nächste Tag. So, 3 von 4. Dieser Verrückte, man muss den irgendwie entwickeln, indem man sein Handy falsch umhält. Richtig crazy, Mann. Aber gefällt mir. Klasse. Und? Abgeschlossen. Oh, Lapras. Dann ist 4 von 4 einfach nur Ding, oder? Digga, diese Schleife ist so penetrant, Mann. Die ist so... Wie soll ich das sagen? Die passt so gar nicht in so in die Grafik rein, die ist so ganz anders. Wisst ihr, was ich meine? Die ist so stechend pink. Ist das der einzige mit Schleife, den man kriegen kann, oder wie? Weil ich habe den nirgendwo gesehen. Oder gab's den schon mal? Ja, das kann schon sein. Sachen abholen. Und ein weiser Held, Spezialforschung erledigt. Ich weiß, morgen ist C-Day, aber keine Chance, dass ich den spiele. Ich bin bei einem Turnier von einem Kollegen. Wir haben ja früher Yu-Gi-Oh! Gespielt, der veranstaltet auf einmal wieder Turniere. Und der macht ein One-Piece-TCG-Turnier. Das neue Spiel ist anders krass gehypt. Ein paar Kollegen wollen auch einen One-Piece-Kanal starten. Ich bin am Start, ich supporte die. Und ja, Yu-Gi-Oh! Kommen auch ein paar Videos, weil wenn alle von der alten Gruppe bei Chunks Turnieren vorbeischauen, kann man ja ein paar Videos drehen für den alten Kanal. Das ist dementsprechend morgen leider gar keine Zeit, aber euch viel Glück, viel Erfolg. Und wie gesagt, wer Level aufsteigen will oder so, der soll es einfach machen. Mich juckt es nicht. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr interessiert. Digga! Yu-Gi-Oh! Investiert! Das sind die anderen Kanäle. Pokémon Go ist serious business. Ciao.